Mein Name ist Albert Sachs. Ich bin Journalist. Ich bin seit fast 40 Jahren Journalist. Habe angefangen bei einer kleinen Bezirkszeitung, Lokaljournalismus. Habe Publizistik und Germanistik studiert, abgeschlossen sogar. Habe dann 12 Jahre beim Horizont gearbeitet. Der Horizont ist ein Fachmedium für die Medienbranche, für die Werbebranche. Bin mit dem Staat zu Österreich gewechselt, 2006. War 12 Jahre bei Österreich, dort ursprünglich zuständig für Medien, Marketing, Berichterstattung und bin dann im Zuge des Schrumpfprozesses der Redaktion zu meinem eigenen Ressortchef und einzigen Ressortmitarbeiter geworden und bin immer mehr auch zum Springer geworden und habe eigentlich in der Redaktion alles abgedeckt. Und seit 2 Jahren, seit Juni oder August 2018 genau, bin ich selbstständig, bin nicht mehr als Journalist oder dort als Journalist tätig. Ganz froh darüber, dass ich die schwierige politische oder die spannende politische Zeit der vergangenen 2 Jahre dort nicht mitmachen musste und bin jetzt teilweise noch als Journalist, aber eher als Texter und Autor aktiv. Und ich habe zwar ein Manuskript und ich habe zwar eine ungefähre Idee, was ich euch erzählen werde, aber wenn es nach einer Minute Fragen gibt und in eine bestimmte Richtung gehen soll, ich bin so flexibel, wir können gern miteinander plaudern. Also, wie ihr wollt. Für Fragen bin ich jederzeit offen und wir können dann gern in eine ganz andere Richtung als von mir geplant schwenken. So, das war mein Schreibtisch in der Redaktion. Jeder Journalist, also das ist aus meiner Sicht ein ordentlicher Journalistenschreibtisch. Da geht es ein bisschen zu. Wer ein Journalist, der einen aufgeräumten Schreibtisch hat, der hat entweder zu wenig Geschichten oder er hat zu wenig recherchiert. Und da sieht man schon, wie gearbeitet wird und wie auch die Transformation von der analogen in die digitale Welt funktioniert, weil das im Vordergrund ist eben mein Schreibtisch für die Printausgabe. Ich habe für die Zeitung in erster Linie geschrieben und oben sind 2 Bildschirme. Auf dem einen ist meistens gelaufen CNN. War nicht immer wichtig, aber war manchmal wichtig. In Zeiten von Trump zum Beispiel war das für die Außenpolitik, aber für alles andere mitunter auch wichtig. Und rechts der Bildschirm, das ist ein bisschen unscharf, nicht genau zu erkennen, da sind die Online-Meldungen gelaufen, nämlich die Themen und wie viele Zugriffe die aktuell hatten. Das hat sich alle 10 Minuten aktualisiert und jetzt nicht so sehr aus der Journalistenseite, aber von unserer Herausgeberseite und von der Chefredakteursseite waren diese Online-Themen und die Zugriffe auf die Online-Themen, die waren immer ganz wichtig, weil die auch die Themen dann in der Zeitung bestimmt haben, was aus meiner Sicht eigentlich ein bisschen ein verkehrtes Denken ist, weil eigentlich die Zeitung als langsameres Medium die Themen abhandeln soll, groß abhandeln soll und online entweder mit den Themen ohne das schneller ist und daher die Themen für die Zeitung nicht mehr relevant sind oder eben nur die kurze Meldung bringt und die Zeitung dann sozusagen den Hintergrund bringen soll. Das ist allerdings nicht mehr so. Journalismus funktioniert halt einfach heute in Österreich zumindest nicht mehr so. Und ich bin auch der Meinung, Journalismus ist ein aussterbender Beruf, also ein großteils aussterbender Beruf. Das kann sehr schnell gehen. Ich selbst habe in meinen Anfangsjahren, da gab es noch den wunderbaren Beruf des Setzers. Das waren hoch angesehene Leute,
hochbezahlte Leute. Und binnen weniger Jahre haben die alle ihren Job verloren, weil es einfach den Bleisatz nicht gab, alle Zeitungen umgestellt haben auf Computersatz, von der kleinsten Zeitung bis zur großen Wochen-Tageszeitung. Und ich kenne Leute, die vorher eben gut verdient haben, weil sie Setzer waren und dann sich irgendwie als Bote oder so durchgeschlagen haben, weil sie einfach keinen relevanten Job mehr gekriegt haben. Gut, Journalismus. Wieder ein Beispiel aus dem Wandel, wie sich Journalismus gewandelt hat und einfach wieder ein Beispiel auch aus meinem Berufsleben, Berufsalltag oder Journalistenalltag. Als Journalist ist es grundsätzlich gut, wenn man Allrounder wird. Man wird aber auch gezwungen, wieder zum Allrounder zu werden, weil also bei Österreich war es zum Beispiel so, dass Spätdienst, und Spätdienst hat geheißen, von 20 Uhr bis Mitternacht meistens nur noch ein Journalist gemacht hat, mit vielleicht einem Sportjournalisten, einem Sportreporter noch dazu. Dann hat es noch einen Chef vom Dienst gegeben und eventuell einen Chefredakteur, oder eventuell noch einen Chef vom Dienst, sagen wir so, und einen Chefredakteur, der die Zeitung bis zum Schluss betreut hat. Und das ist ein typisches Beispiel eben für einen Spätdienst. Das ist der Dominik Thiem, der irgendwo ein internationales Tennisturnier gespielt hat und gleichzeitig sind, ich glaube, das ist Dancing Stars, ich muss immer schauen, ob das Let's Dance oder Dancing Stars ist, weil das natürlich, wenn was passiert ist, aktuell in die Zeitung musste. Bei Österreich war das so, dass die erste Zeitung, also die erste Ausgabe am Tag ging um 18 Uhr in Druck und die letzte um 24 Uhr, beziehungsweise wenn es irgendwie ganz was Spannendes, ganz was Aktuelles gegeben hat, haben wir eine Viertelstunde, maximal eine halbe Stunde überziehen können. Dann geht es einfach nicht mehr, weil die Druckmaschinen zu lange brauchen, bis die Zeitung fertig ist. Und dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ist also jetzt nicht die Spätausgabe, aber die ersten Ausgaben, die müssen alle relativ pünktlich fertig sein, weil wenn eine Zeitung auf den Zug geht oder per Post zum Zug gebracht wird, der nach Vorarlberg fährt, dann wartet der Zug nicht. Der fährt, ich sage mal, um 17 Uhr oder um 18.23 Uhr und da fährt die Eisenbahn drüber, auf gut Deutsch gesagt. Und der Spätdienst hat eben neben aktuellen Dingen, die reingekommen sind, über Abbau und andere Informationsquellen halt immer schauen müssen, was passiert bei solchen Dingen, wenn der Dominik Thiem Tennis gespielt hat, in die Nacht hinein und es war kein Sportreporter mehr da, dann hat der Spätdienst auch den Sport gemacht und genauso die Dancing Stars, manchmal sogar eben beides gleichzeitig. Journalismus ist ein wunderbarer Beruf, war ein wunderbarer Beruf, wo man sehr viel kennengelernt hat und sehr viel Abwechslung und Ablenkung erlebt. Zum Beispiel sowas, muss ich natürlich herzeigen, das ist unscharf, aber mit zwei Rapid-Göttern muss ich das herzeigen. Man erlebt auch solche Dinge und das ist jetzt vielleicht für euch interessant. Ich weiß nicht, wer ein eigenes Unternehmen hat oder wer selbstständig ist, wer Einzelunternehmer ist, wer versucht, irgendwas in den Medien unterzubringen. Der Konkurrenzkampf eben in den Medien irgendwas unterzubringen, wird immer größer. Die Ablenkung und die Mittel werden immer größer. Und das ist so ein Beispiel. Wir stehen kurz vor dem Opernball. Das ist so eine Dschungelcamp-Lugner Society-Partie, sage ich einmal, die uns wirklich am Abend vor dem Opernball, also die sind dann so zum Opernball marschiert, besucht haben und halt so versuchen, in die Zeitung zu kommen, ihre, in dem Fall Personelle, die ihre Geschichte zu transportieren. Und es wird halt immer schwieriger, der Platz wird immer weniger, die Themen werden immer mehr. Und als Journalist hat man nicht nur
sozusagen auch die Möglichkeit oder die Auswahl alleine, sondern man kriegt sehr viele Themen von außen aufgezwängt. Da sind wir jetzt wieder dann bei der Transformation von Print zu Online. Bei Print ist der Platz begrenzt. Bei Online habe ich immer Platz, habe ich immer Zeit, was unterzubringen. Die Geschichte ist nur die personellen Ressourcen für Online sind wesentlich geringer noch als für die Print-Versionen. Und es verdient kein Mensch oder kein Medium verdient mit einer Online-Ausgabe Geld. Sie suchen alle nach Vertriebs- und Erlösmodellen, mit denen sie Geld verdienen können, mit denen sie wirklich, also nicht nur Umsatz machen, sondern auch Geld verdienen. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das ist eines der Paradebeispiele im deutschsprachigen Raum ist Bild Plus, die sehr früh angefangen haben, irgendwann einmal bestimmte Dinge nur noch, weil es auch eine der größten, also deswegen auch Bild Plus als Beispiel, weil es eine der größten Plattformen ist, auch von den Nutzern und Zugriffszahlen, wo man dann eben bestimmte Dinge nur noch abrufen kann, wenn man ein Abo abgeschlossen hat oder abschließt. Das ist alles recht und schön. Die Abozahlen grundeln irgendwo unten bei allen Medien. Es gibt verschiedene Dinge, das legal oder halblegal zu umgehen. Teilweise geben es die Verlage oder die Zeitungen selbst weiter, wie man das umgehen kann. Bei uns werden jetzt Modelle versucht, wo man 10 Artikel gratis lesen kann im Monat, da muss man bezahlen. Es werden Dinge versucht, wo man, wenn man es sozusagen aktuell lesen möchte, bezahlen muss. Wenn man es ohne zu bezahlen lesen möchte, dann kann man es erst ab 10 Uhr am Abend oder 5 Stunden nach Erscheinen oder ähnliche Modelle gibt es da. Also da werden viele, viele, viele Dinge versucht. Funktionieren im Sinne von ökonomisch sinnvoll tut noch keines. Und es ist vor allem auch so, dass unsere Medien, und ich sage also unsere Medien, jetzt die österreichischen Medien in erster Linie, aber auch international Online-Journalismus oder Online-Medien ist in erster Linie Copy-Paste-Journalismus. Und das, in meinen Augen, sind das auch keine Journalisten. Und ich glaube, sie bezeichnen sich selbst auch nicht so, sondern bestenfalls nennen sie sich Content Manager. Und da werden halt Geschichten, die über die APA reinkommen oder in anderen Medien gefunden werden, gnadenlos kopiert, 1:1. Bitte sehr. Ich habe eine Frage. Ja, gern, gern. Glaubst du, dass das Problem darin besteht, dass es zu wenig Leser gibt? Oder glaubst du, dass das Problem darin besteht, dass es keine interessanten Inhalte gibt? Nein, das ist eine Frage der gelernten Kultur. Wir haben die Online-Kultur ist einfach die, dass alles von Anfang an immer gratis war. Und warum soll ich, was irgendwo gratis war oder irgendwann gratis war, warum soll ich dann was bezahlen, ist die Denke. Und das zu ändern, ist eine große Herausforderung der Medienwelt und ein großes Problem auch. Und auf der anderen Seite natürlich, warum soll ich für etwas bezahlen, bei A bezahlen, wenn ich es bei B gratis kriege und den identen Inhalt bei A wie bei B finde. Und nicht nur bei B, sondern bis Z finde. Darf ich ganz kurz sagen? Ja, klar, bitte. Es gibt ja auch Zeitungen, ne? Zeitungen zum Beispiel, die dezidiert nicht online sind. Ja. Die online die Zugänge gesperrt haben, ja, und trotzdem extrem hohe Zuwachs hatten an Lesermann. Welche? Walter. Ja. Ich meine, ich will jetzt bitte. Nein. Nur wenn ich also ein Zielpublikum bediene, ja, ja, wo ich die Lugner sippe und Dancing Stars, ja, ist es klar, dass es einfach nicht interessieren kann. Ja. Ja. Aber das geht ja. Wenn ich versuche, im Wahrheitsbusiness zu sein, ist das sehr wohl, funktioniert das sehr wohl. Ja, aber. New York Times zum Beispiel.
New York Times ist ein sehr gutes Beispiel auch für ein, für ein Online-Verkaufsmodell. Genau. Die haben als einer der ersten umgestellt. Die sagen, es funktioniert, ich glaube es auch nicht ganz. Ja, die haben jetzt mittlerweile sehr hohe Online-Abo-Zahlen und ich glaube, dass die auch irgendwann einmal bald in den Verdienstbereich kommen. Aber, und Falter ist, ich lese den Falter auch gern und der Falter hat jetzt Zuwächse in der aktuellen politischen Situation und mit den aktuellen politischen Themen. Aber der Falter ist, also es geht ja darum, dass man, natürlich ist der Falter ein wichtiges Medium, aber es geht ja darum, insgesamt eine Presselandschaft und eine Medienlandschaft zu erhalten. Und da kann man halt. Die Presselandschaft besteht aus Österreich und heute. Und der Kronenzeitung. Ja, wir haben. Nein, aber der Standard oder die Presse oder eben dieses, von dem ich vorher gesprochen habe, dieses Abo-Modell mit online, wo man ab 10 Uhr abends dann alles lesen kann, was man vorher nicht lesen kann, das ist die Salzburger City, die Salzburger Nachrichten. Und der Abo... Ne? 3 Millionen Österreicher informieren sich in Social Media und nicht in Qualitätsmedien. Ja, und beim Standard ist es auch so, dass der Standard hat als erster ein großes Online-Angebot gehabt in Österreich und ein breites Online-Angebot. Und selbst recherchiert und selbst geschrieben ursprünglich. Und wenn man sich halt an Standard.at oder irgendeine Unterseite beim Standard anschaut, dann ist das alles, also großteils APA. Das ist, also, nicht, ist nicht, ja. Aber hat sich nicht einfach die Kommunikationslandschaft geändert und die Presse versucht halt ein bisschen ihren alten Apparat bisschen am Leben zu erhalten und brauchen halt viel Geld dafür. Und das ist halt einfach nicht mehr aktuell. Der Konsumer, der Kunde, der die Zeitung liest, muss keine Zeitung mehr lesen. Er erwartet sich auch in gewissen Branchen nicht so eine Qualität. Und deswegen funktioniert es bei Zeitungen wie New York Times oder Falter oder wie auch immer, was es da alles gibt, funktioniert es, weil man da gewisse Qualität bietet und dafür kann man Geld verlangen, für alles andere halt aber nicht. Und das alles andere war früher das, was Geld gebracht hat. Nicht? Und jetzt kann halt mit dem kein Geld mehr machen, aber der Apparat der Presse ist halt noch immer, verbrennt halt dieses Cash. Und ja, aber es ist insgesamt schon ein demokratiepolitisches Problem und auch vielleicht sogar ein Bildungsproblem, wenn die Medienlandschaft ausdünnt und sie wird ausdünnen. Das ist, also. Und Online-Angebote können das nicht ersetzen, was auf der Printseite verloren geht. Es gibt kein Patentrezept, wie man das aufhalten könnte oder dass man es aufhalten kann. Es wird auf uns zukommen. Ja, aber wenn man eh überall das Gleiche mehr oder weniger kriegt, dann können sich doch vielleicht ein paar wirklich mit Qualität und Vertrauen und extrem guter Recherche durchsetzen. Okay, es wird dann nicht mehr so viele geben. Vielleicht eh schlecht. Ja. Zumindest ein paar, die gut dran verdienen können, weil man ihnen einfach vertraut und weil man weiß, dass es wirklich gut und handfest recherchiert. Ja, es werden, also einige setzen sich durch. Ein Paradebeispiel im deutschsprachigen Raum ist die Zeit, die steigende Auflagenzahlen hat. Die haben wirklich einen permanenten Veränderungsprozess. Also ein Wesen der Zeit, das derzeit ist, wir hinterfragen uns quasi täglich. Und die haben auch keine Scheu davor, einen Teil im Heft, der nicht funktioniert. Also ich zum Beispiel bin sportaffin, ich habe gerne die Sportseite in der Zeit gelesen. Die gibt es nicht mehr. Die haben sie einfach gekillt, weil sie sozusagen zu wenig Leser haben. Dafür haben sie eingeführt jetzt, also nicht als Ersatz, sondern nur als Beispiel jetzt, es gibt dort eine Debattenseite oder Rubrik oder ein Debattenressort, wo sie bewusst konträre Meinungen platzieren und wo also auch gefördert wird jetzt, dass es nicht sozusagen die
nur Mainstream-Meinung gibt, weil Zeitjournalismus ist viel Meinungsjournalismus, sondern dass halt auch eine und oft eine sehr stark konträre Gegenposition dort zu finden ist. Bei uns versuchen das manche Medien auch ein bisschen, aber halt auf Sparflamme. Bitte. Einfach, dass die Qualitätsmedien das Problem haben, dass wir so eine schnelllebige Zeit sind und dass alle nur drüber lesen und nicht mehr in die Tiefe gehen wollen, dass nur eine Handvoll Menschen. Klar, wir haben alle keine, das ist alles eine Frage der Zeitökonomie. Wir haben alle nicht mehr. Entschuldigung, ja? Der Guardian hat so einen Spendenaufruf gemacht. Der hat das erst noch unter jedem Artikel dran, dass man einen Dollar spenden soll, damit der Qualitätsjournalismus weiterleben kann. Ja, das aber hat gut funktioniert. Sie sind über diese Kurve gekommen mit diesen Spenden. Die Frage ist, wie oft es gut funktioniert, wie lange es gut funktioniert. Funktioniert es bei einem funktioniert es, bei fünf funktioniert es oder bei drei funktioniert es wahrscheinlich schon nicht mehr. Und wir kennen das. Ja, und wir kennen diese Aufrufe alle von Wikipedia und von allen möglichen. Meine Erfahrung ist, bei den Medien ist so, dass was publiziert wird online, also ist ja bewusst online jetzt, wenn man sich jetzt in dem Bereich bewegt, in die Wirtschaft, und man intensiv, gibt es auch im intensiven Bereich, habe ich die Information teilweise 3-4 Tage, Woche schon, 2 Wochen vorher, bevor es eigentlich in den Medien, in den Printmedien reinkommt. Also das heißt, die Qualität ist dadurch zum Beispiel, das schaue ich mir das an, schön, es ist ein schönes Bildchen, schöner Aufreisetext, aber die Information habe ich schon längst vorher. Ja klar, es ist auch eine Frage der Schnelligkeit, natürlich. Online ist halt wesentlich schneller als ein Printmedium, das mindestens 24 Stunden braucht. Ich glaube, also das ist ganz ehrlich, das Argument, wir haben keine Zeit. Das Argument, wir haben keine Zeit, Qualitätsmedien zu lesen, das akzeptiere ich nicht. Ja. Weil warum haben wir keine Zeit? Weil wir Facebook und Instagram schauen. Sorry, weil ich dafür mehr Zeit verschwende, anstatt mich politisch zu informieren. Ich habe nicht gesagt, dass. Nein, nicht du. Nein, ich habe nicht gesagt, dass wir keine Zeit haben, Qualitätsmedien zu lesen, sondern wir haben generell weniger Zeit, Medien zu konsumieren. Ja, aber was tun wir mit der? Warum haben wir keine Zeit mehr? Ja, weil wir einfach Facebook konsumieren und Instagram. Ja, aber das, gut. Ja, aber auch, weil wir länger im Job sind, weil der Job ins Wochenende hineingeht. Ich glaube, dass genauso wie die Heavy Hitter der Presse, so wie andere Industrien, einfach die Digitalisierung verschlafen haben ein bisschen. Weil ich glaube, wenn man jetzt die Presse nimmt und die Big Player, die es da gab und es noch immer gibt, die haben einfach sehr viel Wirtschaft betrieben, die haben sehr viel Macht gehabt und ich glaube jetzt auch von dem, was du gesagt hast, ist halt so ein bisschen die Zeit, wo sie versuchen, Modelle zu finden, die halt funktionieren, damit halt dieser ganze Apparat halt sich weiter bewegt. Ja, aber es ist halt nicht alles halt die ganze Zeit tragbar, oder? Weil so genauso wie Taxiunternehmen und so weiter und so fort, es hat sich halt was getan, es hat sich schnell was geändert, es sind viele neue Unternehmen rausgekommen, es sind viele Arten der Kommunikation rausgekommen und halt Zeitungen oder Verleger und so weiter sind halt einfach, haben halt einfach gedacht, so wie Fernsehen und Co., dass sie nie sterben werden. Und die Frage ist? Ja, ob das eigentlich gut ist und ob meine Meinung nach, oder was ist deine Meinung zu dem, wer wird denn von dem noch überleben? Glaubst du, dass sie sich noch irgendwie richten können oder ist das? Nein, es wird ein Teil der Printmedien wird überleben oder wird zumindest eine bestimmte Zeit überleben, aber es wird der ökonomische Druck, egal, ob es jetzt von der Werbeseite kommt, weil sie weniger Werbung kriegen, oder von der Leserseite oder Hörer- oder Seherseite, also von der Konsumentenseite, weil sie weniger Leser, Seher oder was immer haben, die Medien, wird zunehmen und es wird zu einem Mediensterben kommen. Es wird aus meiner Sicht, oder es ist schon da, dieses Mediensterben,
das sehen wir eigentlich jeden Tag, nicht nur also in Österreich, aber auch in, noch mehr in Deutschland oder in der Schweiz. Schweiz ist ein extremes Beispiel, wo Zeitungen fast tagtäglich vom Markt verschwinden, mit den Zeitungen oder mit den Medien, mit den klassischen Medien, die verschwinden, verschwindet auch der Journalismus. Und bei den wenigen, die überbleiben, wird es auch für einen qualitativen Journalismus, für einen Journalismus, der in die Tiefe geht, aus meiner Sicht immer schwieriger werden, weil kein Geld da ist. Ich habe da mal eine Frage. Ja? Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Standard oder Presse oder was auch immer kaufe, es gibt gewisse Rubriken, die interessieren mich einfach nicht. Zum Beispiel der Sport, ja. Den würde ich mir gerne schenken. Also vielleicht liegt ja die Zukunft des Journalismus jetzt nicht in der Tageszeitung, sondern in fachspezifischen Magazinen und denen online, wo es nach Themen geht. Ähnlich wie bei einem Blogger. Bleiben wir beim Sport meinetwegen, der jetzt über Fußball bloggt zum Beispiel, dass die Journalisten ihre qualitativ hochwertigen Artikel an diese Blogger, nennen wir es mal so, verkaufen und dann andere Journalisten, die sich bei Politik gut auskennen, eben an Politikseiten oder Magazine oder Blogger, dass das einfach mehr gesplittet wird, weil die Leute vielleicht keine Zeit mehr haben, eine ganze Zeitung von vorn bis hinten zu lesen, von Politik über Kultur, über Sport, über was weiß ich, sondern die Leute einfach viel gezielter filtern. Vielleicht liegt da die Zukunft. Was meinst du? Ja, ich sehe diesen Ersatz, diesen qualitativen Ersatz, sehe ich im Netz sehe ich nicht. Weil, also es gibt natürlich Spezialseiten und Special Interest Seiten und alles Mögliche und es gibt Blogs, aber das ist ja, also das hat teilweise nichts mit Journalismus zu tun. Vielleicht müssen die Journalisten die Initiative ergreifen dann. Sind sie auch sicher auch gefordert. Oder sie haben eben keinen Arbeitsplatz mehr. Sicher, klar. Ja, also ich finde das recht interessant. Ich habe gestern den Film The Great Hack angeschaut. Ich weiß nicht, wer den schon gesehen hat. Sehr sehenswert auf Netflix. Da geht es halt um die ganze Geschichte damals mit Cambridge Analytics und so weiter. Und Fake News. Und ich wusste das meiste davon schon. Trotzdem ist es schockierend, dass wirklich nicht nur die Amerika-Wahl, sondern auch Brexit und alle möglichen anderen Wahlen auf der Welt eigentlich mit Fake News gewonnen wurden, die einfach ganz gezielt gestreut wurden. Das, was wir eigentlich in der Digital World Academy gelernt haben, mit diesem gezielt die Kunden ansprechen, was man heute halt ganz gezielt machen kann, weil jeder auf Social Media ist und jeder alles preisgibt, haben die halt genutzt, um Fake News zu streuen. Und es hat extrem gut funktioniert. Und gerade da finde ich eigentlich, dass Qualitätsjournalismus extrem wichtig wäre, dafür dem entgegenzuwirken. Und mittlerweile, jetzt habe ich gesehen, gibt es auf Facebook, posten sie die, ich weiß nicht, ob das jetzt unter jedem Artikel ist, aber es gibt darunter so, wo man anklicken kann, woher kommt der Artikel, weil diese Fake News sind ja irgendwelche Seiten gewesen. Ja? Und ich meine, dass man wirklich nachschauen kann, wer hat das verfasst etc. Und da frage ich mich, ist da wirklich bei den Leuten gar kein Bewusstsein da? Ich glaube, viele Leute konsumieren eigentlich nur noch über Social Media Stories, News Stories. Ist da kein Bewusstsein da bei den Leuten, dass sie da eben auch getäuscht werden können, extrem? Also wenn sie eben nicht auf Qualitätsmedien zurückgreifen und Journalisten. Naja, das geht jetzt also thematisch ein bisschen zu weit. Das ist schwierig zu beantworten und die Leute, wer ist das und Qualitätsbewusstsein und Kontrollen, schwierig. Und genau, aber da sind wir auch wieder bei einem wichtigen Thema, eben Journalismus hat bisher immer eine Gatekeeper-Funktion gehabt und auch eine Kontrollfunktion, eben im Sinne von, was ist unter Anführungszeichen wahr und nicht wahr. Also es gibt ja die absolute Wahrheit, gibt es nicht, aber man hat halt versucht, irgendwie Position und Gegenposition einzuholen und abzuchecken, ist eine Information, wie realistisch ist das, was ich an Informationen bekomme, gibt es eine Gegenposition, wie sieht die aus und so weiter und so fort. Das fehlt ja im Netz großteils oder überhaupt. Ja eben,
Sollte man die Leute dann nicht, das fände ich zum Beispiel eine wichtige Sache vom Journalismus, Leute dahingehend aufzuklären, hey, wenn ihr all das lest, das ist kompletter Blödsinn, das haben irgendwelche Leute verfasst, die, also, Ich glaube, das haben Medien und Journalisten schon lange versucht, tun sie auch immer wieder, und nur das ist halt die Frage, wenn man die Leute nicht mehr erreicht, wenn man nicht mehr zu den Leuten kommt, dann kann ich aufklären, was ich will. Also wenn mich keiner liest, dann nutzt der schönste Aufklärungsartikel nichts. Dazu wollte ich nur ganz kurz noch sagen, ich glaube, die Online-Medien haben alle, die meisten, die ich kenne, also die meisten traditionellen Medien oder traditionellen Zeitungen in Österreich haben eine extrem schlechte Social-Media-Präsenz. Und also die Presse zum Beispiel, was die auf Instagram posten, das ist völlig sinnfrei. Also da, glaube ich, haben sie wirklich einen Zug verpasst, ja. Also sehr stark, weil mit durch Social Media hätten sie schon Leute gewinnen können, da zu bleiben. Da haben wir, ja, klar. Glaubst du, dass das Ibiza-Video möglich gewesen wäre, wenn es nur solche Zeitungen gäbe wie die, wo diese Leute die Redaktion besuchen? Nein, es ist Ibiza-Video ist, wir haben vorher darüber gesprochen, ist nicht, aus meiner Sicht kein Zufall, dass das Ibiza-Video letztendlich dann über den Spiegel und über die Süddeutsche Zeitung gespielt wurde, weil in Österreich einerseits halt natürlich der Connex zu eng ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich, glaube ich, auch von der Zeit und von der tiefen Recherche sich keiner in der Art drüber getraut hat, also kein Medium in der Art drüber getraut hat, wie es letztendlich Spiegel und Süddeutsche gemacht haben. Und die haben ein eigenes Ressort investigativer Journalismus, wo also die haben teilweise losgelöst von der Redaktion gearbeitet und also das ist. Also wir sind ja mal froh, dass es so guten Journalismus gibt, oder? Ja, eh. Ich bin ja für guten Journalismus. Aber die Frage ist halt, wie lang und wie breit es noch geben wird. Ja, da muss man die Journalisten direkt bezahlen. Nicht nur über eine Firma. Über den Staat? Oder nein. Und über die dann, Leute, die den Journalisten abonnieren, weil sie ihm vertrauen. Vielleicht sollte man so eine Art Gütesiegel einführen. Ja, also Ideen gibt es. Gut recherchiert. Ideen gibt es genug und wer sie umsetzen mag, aber gerne. Vielleicht werden dann wirklich die Journalisten direkt bezahlt. Auch von den Leuten, die sie abonnieren. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja, vielleicht sollte man Journalisten prinzipiell ordentlich bezahlen. Das sowieso, aber. Ja. Und nicht nur bei Puls TV und Praktikanten sitzen. Das ist nicht nur bei Puls TV. Ich bin nicht verwandt und verschwägert mit Puls TV, aber es ist. Ich bin auch deswegen ausgestiegen aus dem Journalismus oder weitgehend ausgestiegen, weil man nichts mehr verdient. Ich habe für den Trend ein doppelseitiges Exklusivinterview geschrieben oder denen verkauft, nach langem Hin und Her mit anderen Medien auch. Also alleine, was mich diese Arbeit vorher an Zeit gekostet hat, ich habe für so ein Interview für zwei Seiten im Trend gibt es 300 Euro. Da zahle ich 50% oder 55-60% Steuern, Abgaben und Ähnliches mehr. Wenn ich dann das Hin und Her, das Recherchieren vorher, das Interview, das Abtippen und so weiter, das muss man alles selbst machen. Wenn ich das umrechne, komme ich auf einen Stundensatz von 5 Euro. Also das kann ich mir nur noch nebenbei leisten. Was kann es sein? Bitte? Was ist mit Werbung auf den ganzen Online-Seiten von Zeitungen? Der Kurier kommt ja gar nicht zum Artikel in der Zeitung. Na eben, meine ich, aber verdienen Sie nicht mit Werbung? Naja, das ist sehr oft Kombi noch mit der Zeitung oder halt zu Tarifen, die und in Summe eine Kategorie, wo man noch nichts verdient. Also die Zeitung noch nichts verdient. Oder das Medienunternehmen nichts verdient. Weil es zu wenig ist und weil die weil zu wenig Klicks sagen sie. Weil der DKP zu wenig ist. Nein, weil es in Summe zu wenig ist noch und weil die Werbetarife zu gering sind.
Kann es sein, dass es auch dass die journalistische Freiheit nicht gibt in Österreich? Journalistische Freiheit, kann es sein, dass es die überhaupt nicht gibt in Österreich? Naja, die gibt es schon, sicher. Also ja. Meine Erfahrung ist, dass sie nicht... Es gibt, also, ganz ehrlich, nein, es gibt, natürlich gibt es Interessen und es gibt Einflüsse und die sind bei jedem Medium anders. Und, aber es gibt auch, also in jedem Medium und jeder Journalist, der bei einem Medium arbeitet, hat eine große Freiheit. Ich sage nicht, dass er 100% Freiheit hat. Aber die Freiheit endet dann, wenn die Artikel, die er beschreibt, nicht publiziert werden oder auch nicht werden dürfen, weil wirtschaftliche oder politische Verkupplungen mit den Medien zusammenspielen. Ja, aber das ist sehr viel Mythos. Das ist, also der Alltag sieht anders aus. Ist nicht. Ja, es gibt Blattlinien, es gibt Herausgeber, es gibt Chefredakteure, die kommen und sagen, okay, das und das, aber und es gibt Zeitungen, da ist der Einfluss von Inserenten größer und es gibt Zeitungen oder Magazine, dort gibt es den nicht. Also auch in Österreich. Das, bitte? Es gibt eine prinzipielle Blattlinie, ja. Ich würde gerne wissen, weil du bist Teil dieser Branche lange Zeit gewesen. Und wenn wir uns jetzt ehrlich sind, früher gab es auch Zensuren, früher gab es auch Fake News oder Agenden, die halt verfolgt worden sind. Jetzt, früher gab es Zeitungen und Print, das war mehr. Jetzt gibt es halt Blogs und Social Media. Glaubst du, dass die Qualität und die Qualität der Wahrheit sich wirklich so geändert hat für die Konsumenten oder ist das eher gleich geblieben oder hat sich da... Verstehst du, was ich meine? Oder, also ja, damit könnten wir jetzt eine philosophische Diskussion über Wahrheit führen. Naja, aber ich weiß schon, was du meinst. Also das Problem bei Social Media oder bei Blogs ist ja auch, dass es quasi einseitig ist immer. Und das ist das ist vielleicht noch eine größere Gefahr jetzt als in einer Zeitungsredaktion, wo einfach das Kollektiv der Redaktion und die Diskussion in der Redaktion ein gewisses Korrektiv auch ist. Während der Blogger oder der auf Social Media irgendwas schreibt, ja alleine ist. Der sitzt ja in seinem stillen Kämmerchen und macht das alleine. Und das ist sozusagen seine Wahrheit oder, wie wir auch wissen, ja nicht nur seine Wahrheit, sondern auch sehr oft eine gesteuerte Wahrheit, wo irgendwie ökonomische Interessen dahinter sind. Ja, okay. Das ist jetzt die letzte Frage, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Die Zeit ziemlich überzogen, gell? Zwei Fragen? Ja. Entschuldigung, Verzeihung. Die erste Frage ist, ob es nicht eine Option wäre, dass die österreichischen Medien einfach in die Mehrsprachigkeit übergeht, weil Wien ist halt doch nicht nur eine Stadt nur aus Österreichern und Österreicherinnen, sondern wir haben internationale Organisationen hier. Natürlich haben wir Menschen hier, die Deutsch lernen müssen, klar, aber ich glaube, englische Medien, englischsprachige Medien reichen immer weit und egal wo man ist, man kann es lesen. Die zweite Frage ist vielleicht, dass es oder einfach eine psychologische Feststellung, je nachdem. Wenn man mehrmals per Internet gesagt bekommt, wie schlecht die Umstände sind und wie ungünstig die Umstände sind und wie wenig man daran ändern kann, dann hat man irgendwann einmal keine Lust mehr, sich solche Nachrichten zu lesen. Vielleicht müssen Medien lernen, auch ein bisschen die User und Userinnen einzuführen darin, was könnte man noch machen, welche Option gäbe es. Ich persönlich komme aus den Philippinen, also meine Eltern sind aus den Philippinen. Ich erfahre von den Vulkanausbrüchen über die österreichischen Medien nichts. Das macht aber nichts, also ein bisschen was schon, aber nicht wirklich über welche Möglichkeiten es gibt, dort die Leute vor Ort zu helfen. Macht nichts. Ja, dann suche ich sie halt auf anderen Wegen und wer sucht, wer findet. Kommentare dazu?
kostet natürlich viel, also englischsprachig oder mehrsprachige Medien kosten Geld und gibt es zum Teil auch. Und die Geschichte ist halt schon die, dass anderssprachige Communities oder anderssprachige Menschen oder Menschen mit einem anderen Herkunftsland, einer anderen Kultur, auch bei uns in erster Linie Medien suchen und konsumieren, die aus ihrem Kulturkreis, aus ihrer Sprache kommen. Nur als Beispiel, wir hatten bei Österreich drei türkischstämmige Layouter, die hier geboren sind, aber die haben nur türkisches Fernsehen geschaut auf ihren Computern, weil die haben sehr viel nebenbei ferngeschaut, neben der Arbeit. Und wenn man bei denen gesessen ist, dort ist nur türkisches Fernsehen gelaufen. Also ich kann die Zeit im Bild in 27 anderen Sprachen anbieten. Es werden nur ganz wenige in diesen Sprachen schauen. Ja, da geht es auch um die Community, oder, die dahinter steht. Das ist ein langer... Wenn man auch jetzt Englisch spricht. Nein, das kann ich auch anders lösen. Es gibt ja zum Beispiel die Gebärdensprache. Es gibt einen... Ich glaube, ORF 2 Europa ist das, wo die Nachrichtensendungen oder die Infosendungen gleichzeitig laufen zum Hauptprogramm, aber in einem Splitscreen noch ein Gebärdendolmetscher eingeblendet ist. Könnte ich mit einer anderen Sprache auch machen, also nicht über Splitscreen, aber mit Untertiteln oder was immer. Ja, aber ja. Aber ich werd nur minimal, also nicht deutschsprachige Seher gewinnen in dem Fall. Ich bezeichne mich, also nach wie vor zwar als Journalist und bin auch, also ich schreibe alles Mögliche sozusagen und versuche einfach, Entschuldigung, versuche halt irgendwie an Aufträge zu kommen, wo man ein bisschen in die Tiefe gehen kann, was ein bisschen mehr, auch was mein Anspruch ist, ein bisschen mehr Qualität hat. Das sind dann eher Wochen, wo man es hat. Nein, also es ist nicht mehr Journalismus. Ich habe ein Weißbuch geschrieben für Fernsehsender. Da geht es um ein Mini-Mini-Thema im Medienrecht. Ich habe das Orchester der Ärzte pro bono betreut ein bisschen mit Medienarbeit. Ich betreue ein Kinderhilfsprojekt in Afrika, auch mit Medienarbeit. Ich habe für einen großen Konzern Texte geschrieben. Ich schreibe für einen Blogger bin ich Ghostwriter, weil der ist auf Messen unterwegs, auf internationalen Messen. Er bringt mir das dann entweder per Video mit oder schreibt man das stichwortartig zusammen. Ich schreibe das für ihn, dann bringe das in Form sozusagen. Quer durch. Ich betreue eine Werbeagentur, ein bisschen mit PR-Arbeit. Ich verkaufe meine journalistischen Kontakte. Ideen gibt es da immer wieder und genug. Freelancer. Ja. Aber in Zukunft kann man den Herrn Klenk dann auch buchen für seinen Blog. Die Journalisten werden alle aufsehen. So. Das ist die Zukunft, die ihn blüht. Das wollte ich noch herzeigen und erklären. Das war mein Schreibtisch dann am 31. Juli 2018. Also da habe ich mich verabschiedet. Und das ist jetzt meine Kontaktadresse. Thank you.